Lieben, ich möchte diesen emotionalen Moment mit euch teilen, weil in dieser Busyness gerade und den Drehs und ich bin ja, ich glaube, 3 Wochen nonstop auf Tour und jeden Tag darf ich so viel erleben, so viel Wunder und so sehr erleben, wie die Worte, die ich ausspreche, heute ganz anders ankommen als früher. Wie Menschen wirklich verändert und befreit werden, wie ja, mir so viele mittlerweile folgen und sich ermutigt fühlen durch die Arbeit, die ich tue. Und gerade habe ich mir bewusst Zeit genommen, obwohl ich gleich zum Dreh muss, um nochmal Zeit mit Gott zu verbringen, in aller Ruhe. Was heißt Zeit mit Gott zu verbringen? Das klingt vielleicht für manche ein bisschen außerirdisch. Aber das bedeutet einfach, sich hinzusetzen, die Bibel aufzuschlagen und sich bewusst zu machen, dass alles ein Geschenk ist, dass alles, was dir im Leben passiert, ist Gnade Gottes. Und wenn ich zurückblicke auf dort, wo ich vor 2,5 Jahren noch war, zerbrochen am Boden, zerstört, eine Beziehung, die mir meine Stimme fast für immer geraubt hätte. Eine Beziehung, die mich fast so sehr zerstört hätte, dass ich geglaubt hätte, ich habe nichts zu sagen. Dann kann ich nur staunen über Gott, der es immer wieder schafft, einen aufzurichten. Auch wenn wir denken, wir sind komplett für immer zerstört. Nicht mit Gott. Heute und gestern und überhaupt die letzten Tage darf ich Musikvideos drehen zu Songs, die ich schreiben durfte, die nur aus so Schmerz entstehen konnten, weil der Schmerz nicht das Ende war. Das Ende bin ich heute, auch wenn ich gerade weine. Ich war noch nie so stark wie heute, noch nie so erfüllt wie heute, weil ich heute weiß, wer ich bin. Weil ich weiß, dass ich einen Auftrag habe, weil ich weiß, dass ich geboren worden bin, um Leben mit Hoffnung zu füllen. Mit Hoffnung, ja, für jeden selbst. Und dass es keine Hoffnungslosigkeit, keine Auswegslosigkeit bei Gott gibt. Das ist die Entscheidung, da selbst hinzugehen. Und dass ich heute sowas leben darf, da hinten hängen meine Abendkleider und mein Morgenmantel. Und dass ich, den Traum leben darf, das verdanke ich allein Gott. Ich habe heute Morgen gerade gelesen, ich kann nicht mal mein Handy halten, gelesen. Der Vers hat mich jetzt gerade zu Tränen berührt, das, was gelb markiert ist. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. 1. Mose 50, 20. Was deine Situation auch gerade heute Morgen ist, auch wenn du, oder heute Mittag oder heute Abend, auch wenn du komplett am Boden bist im Moment, geh damit zu Gott und vertrau darauf, dass er Gutes daraus entstehen lässt. Ich weiß es, weil ich es erlebt habe. Ich habe euch lieb. Eure Deborah.